Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Das immer nun, ich habe den Weg gemeistert. Es ist ein ziemlich nerviger Weg, wisst ihr das? Aber wir haben es geschafft. Was wird denn passieren, wenn ich mich da runterfallen lasse auf diesen Dingens da? Nee, das geht bestimmt nicht, oder? Da wäre ich bestimmt tot oder so. Das hätte mir jemand von euch gesagt, wenn man da hinspringen könnte und was erreichen könnte. Ja, das sieht man nun. Und wir wollten ja mal den Drachen hier probieren. Doch, ja, der ist ja gar nicht groß und böse und gefährlich und so. Im Gegenzug wird dafür ein anderer Boss einfacher. Aber ob ich den schaffe, vor allem, also irgendwann wird ich ihn bestimmt schaffen. Das Einzige, was mich total nervt, ist die Tatsache, dass man hier sehr lang hinlatschen muss. Also ich werde ihn jetzt erstmal nur einmal probieren, um ungefähr seine Stärke einschätzen zu können. Und machen werde ich ihn dann aber vermutlich doch erst später. Ich weiß nicht, ich habe so Respekt vor Drachen. Aber probieren möchte ich ihn mal. Bevor wir ihn probieren, möchte ich gelbes Kraut essen. Ich habe gar nicht mehr viel von diesen Kräutern. Ich muss die mal kaufen. Ich habe die auch noch nie gekauft, ne? Also immer nur das, was ich gefunden habe. Okay. Großer schwarzer Drache. Ich muss doch verrückt sein, das hier jetzt anzugreifen. Moment, wir sprechen nochmal. Okay, er ist eh nicht so gesprächig. Ich könnte deine Seele gebrauchen. Wo fange ich ihn denn an zu pieksen? Das ist jetzt gleich ein bisschen schade um die 38.000 Seelen, aber ja, oh mein Gott. Ist halt so, ne? Ja, der denkt wahrscheinlich, ich möchte ihn da an der Stelle kratzen, weil es ihn ein bisschen juckt oder so. Jetzt geht's los. Okay, anvisieren. Oh Gott, ja, flieg erstmal in die Höhe, in die Lüfte, in die... Mach ich, wie viel Schaden mache ich hier eigentlich? Ach du Kacke, ist das wenig. Okay. Oh, ich glaube, er holt mit seinem Schwänzel aus. Aber er trifft noch nicht. Ich bleib mal hier, wo ich bin. Oh, ich mach so wenig Schaden, ich kann das voll verhacken. Okay, okay, jetzt renne ich mal lieber wieder... Ja, oh! Ach du Scheiße. Okay. Tja, wer hätte gedacht, dass dieser Kampferfolg mit sich tragen wird? Wow, der brutzelt mich einfach so One-Hit-mäßig runter. Das brauche ich jetzt gar nicht nochmal zu probieren, ganz ehrlich. Ich habe ja versucht abzuhauen. Hat nicht funktioniert. Er hat mich trotzdem erwischt mit seinem Flammenstrahl. Nee, also... Den probiere ich später nochmal. Aber Ventrik, so hieß doch unser Boss, den wir eigentlich machen wollen. Ich meine, mein Gott. Dann ist er halt noch ein bisschen stärker. Den werden wir auch so schaffen, oder? Komm, probieren wir es. Obwohl, wollte ich noch Kleinigkeiten machen. Ach ja, das mit dem schwarzen, wo wir das letzte Mal waren, der dunkle Pfad. Ich habe den Part jetzt noch nicht hochgeladen. Ich weiß, ich bin noch nicht schlauer. Ich warte noch auf eure Kommentare. Deswegen nicht wundern, wenn wir jetzt erstmal weitermachen. Und zwar mit... Ah, wo war denn das, der Spaß? Hier. Und, nee, Quatsch, hier. Oder? Alias. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Nee, es war hier unten. Gehen wir mal ins Untotengraben. Oh nein, wie lange muss ich denn da noch laufen jetzt? Irgendwo da war doch Ventrig in dem Gebiet. Der alte, verzottelte Mann, den man hätte auch schon damals angreifen können, aber irgendjemand hat es aufgeschrieben, der hätte dann nur das 36-fache an Leben und so, oder Verteidigung, besser gesagt. Jetzt hat er nur noch so die doppelte Abwehrstärke, weil er halt, wie gesagt, weil wir nicht alle Seelen haben. Diese Riesenseelen, die vermindern das Ganze halt. So oder so ähnlich wurde mir das erklärt. So. Naja, in dem Gebiet habe ich mich ja eh nie so 100% gut umgeguckt. Das wird vielleicht nicht schaden, wenn ich da nochmal rumrenne. Vielleicht finde ich hier noch das ein oder andere. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich habe das Gebiet so verdrängt. Ich mag es überhaupt nicht, muss ich an der Stelle nochmal erwähnen. Ich finde das Gebiet furchtbar. Hey, du da oben. Ich komme nur zu dir, genau. Ich komme mal zu dir. Oder ich hau einfach ab. So. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht gerade zurück. Könnte ja natürlich auch sein.
Da war ich schon. Hier ist nichts mehr. Okay, dann muss ich wohl doch zu dem Mark Jakob. Oh, oder ich laufe halt einfach hier rum. Oh ja, ich hab dich gesehen. Ach ja, das waren ja die komischen Bandgeister. Das ist mal was anderes. Oh nein, nicht diese Schildtypis. Warte mal, wir machen erst die. Das nerven die mich später noch. Das wollen wir doch nicht. So. Ja, die Dicken da. Morgen. Ich sagte guten Morgen. Oh, wie ist denn nicht? Oh. Wow, okay. Alles cool. Mach mal langsam. So. Oh. Und. Jo. Jo. So schlimm sind die ja gar nicht. Die sehen nur so koloshaft aus. Aber in Wirklichkeit können sie nix. Deswegen killen sie mich jetzt auch gleich, ne? So. Dass der da durchpasst, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Okay. Naja, wenigstens bin ich richtig, weil was wird denn schon so stark bewacht? Bin ich wirklich richtig? Ich hüpf mal da rein. Nee, ey. Ich die Gegend hasse. Jetzt bin ich wieder hier. Wo ging es denn da weiter? Ich gehe mal da lang. Nee, das war's schon mal nicht. Immer schön weg von diesen blöden Statuen. Wir wissen ja, was da passiert. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Und leiden, vor allem. Okay, da war es auch nicht. Oh, jemand macht die Glocke. Das ist, jetzt gibt's Ärger. Okay, ich gehe mal in die Richtung. So ganz spontan und willig und ängstlich. Ah ja, jetzt sind wir fast da. Wie schön ist das denn? Ob es hier in der Nähe noch ein Leuchtfeuer gab? Ich finde diesen. Habe ich mich hier schon mal umgeguckt? Das letzte Mal? Ja, ne? Nee, da will ich nicht runter. Definitiv nicht. Was war hier nochmal? Ich gucke mich mal nochmal um. Was mache ich hier? Das habe ich schon getan. Bestimmte Abkürzung. Ich höre doch das Leuchtfeuer gerade. Ich bin ganz nah am Leuchtfeuer hier. Anscheinend. Aber hier ist es nicht. Doch. Ich hätte nur abbiegen müssen. Wenn es da hinten ist. Ich hätte nur hier rein müssen. Und dann wäre ich sofort da gewesen. Na toll. Ich liebe Umwege, oder? Was ist hier nochmal? Hier. Bin ich ja schon mal hingelatscht? Ach komm, ich mach's einfach nochmal. Der Erinnerung zuliebe. Die sind jetzt wirklich nicht das Problem, sofern ich was anderes treffe wie ihr Schild. Hallo? So. Hör mal auf, da rumzupiepsen. Oh, der hat mir sogar was hinterlassen. Was denn? Grüne Blüte. Okay. Wer war das? Ich habe irgendjemand stöhnen gehört. War ich hier jetzt schon mal oder nicht? Ah. Ja, dich kenne ich doch noch. Ich würde gerne nochmal mit dir reden. Halt die Klappe. Ach ja. Mit ihm reden, der war gut. Oh, mein Mailprogramm ist noch online. Es tut mir leid für diesen Sound. Ey. Boah, das war jetzt knapp. Mann, oh Mann, bitte. Oh, da ist noch einer. Wow. Bis ich zum König komme, bin ich halb tot. Okay. Ah. Ist ja furchtbar hier. Mensch, Leute. Du bist ganz cool und guckst du. What do you require, human? Wenn ich das wüsste. Ich wollte mal gucken, was der nochmal hat. Was ist denn das für ein Schild? Ja, toll. Nee, der hat nichts Besonderes gehabt. Dieser Ring, Ring der Dornen. Nee, Schwachsinn für mich. Elisabeth-Pilze. Ganz schön teuer. Ah. Ah, der Seelenstrudel, da war ich ja nicht so der Fan davon. Okay. You have met the king, have you? Ja. Life is never easy. Never fair.
Even more so on this path you've chosen. May you find your peace one day. Take these with you. You may need them as proof of your visit here. Danke. Okay, ich hab Zeug bekommen. Das muss ich mir später mal angucken. Ja, das ist doch nett. Krieg ich noch was? This place is welcome to all, provided due reverence is shown. Death is equitable, accepting. We will all one day be welcomed by her embrace. Tell me what you desire. Show me reverence, and I will lend you my hand. Okay, dann... Crude human. Do as you please. Und noch so eine Schwarzdingssichel bekommen. Ja, das hat, der Abstecher hat sich doch mal gelohnt. Das hatte ich auch gar nicht auf meiner To-Do-Liste. Das sieht man mal, was Falschlaufen alles bringen kann. Naja, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen glücklicher. Der Umweg war nicht ganz umsonst. Denn eigentlich hätten wir es ja viel, viel kürzer. Wenn ich nur richtig abgebogen wäre. Ich hatte mir doch diese Abkürzung erschaffen. Genau diese Stelle da, das muss die Abkürzung sein. Das ist wunderschön. So, und deswegen... Ja. Gehen wir jetzt in Richtung des alten Königs. Hier lang. Ach man, ich habe überhaupt keinen Bock, mich da durchzumetzeln, aber wir wissen genau, wie es endet, wenn ich es nicht tue. Ich muss mich metzeln. Oh, Kacke. Shit, ich hätte den Glockenheini töten sollen. Das ist das letzte Mal nicht passiert. Ja, toll. Dann erleben wir das jetzt auch mal ein bisschen anders. Ist es nicht toll? Ich kann froh sein, dass sie so einfach sind. Oh! Ach nee, die kommen ja immer wieder. Das ist doch ein Witz, ein schlechter, oder? Ich muss mich beeilen. Ich würde ja gern sagen, hier kann man toll leveln, aber es stimmt nicht. Ah, ey. Das ist jetzt ein schlechter Scherz. Naja, ich wollte euch halt nur mal zeigen, wie es ist, wenn man eben den Glockenheini nicht tötet. Dann nimmt man am besten die Abkürzung. Oh. Lauf um dein Leben. Ah, das klappt doch nie. Doch, das klappt. Trink was und ab. Ja, was super, dann kommen die alle jetzt mit. Das wäre schlecht. Weil da hinten ist doch schon der König, ne? Ist der mir jetzt... Ne, der ist immer noch nicht feindlich gesonnen. Der rennt immer noch wie so ein Waschlappen rum. Okay, Freund. Hi. Also. Die kommen wirklich nicht, ja? Oh, die Musik hier. Das hat schon was, ne? Das ist echt gut gemacht. Ja, also, der Drache nicht erstmal nicht besiegt, nicht bestanden, somit eher etwas stärker. Aber ich denke, das ist das kleinere Übel. Ich untersuche das jetzt hier mal. Ah ja, jetzt benutzt er diese Riesenzähne oder was? Oh oh, was passiert jetzt? Ich dachte, jetzt kommt es zum Kampf hier. Aha. Ach so, ja, die Gedenken an den König. Weil nicht zu lange in der Erinnerung. Ah, oh, wie geil ist das denn bitte? Okay, König. Den will ich mir mal genau anschauen. Darf ich mit dir reden? Ja, okay. Hi. Ja, damals ging es dir noch ein bisschen besser. Huh? War ziemlich niedergeschlagen. Sieht der Gute aus. Der hat aber schon was von Gandalf. Seeker of Fire. Coveter of the Throne. I am Vendrick, ruler of Dranglake. Ja, noch ein bisschen mehr reden? As flame rises, so does it fade. Such is the way of things. Do you intend to link the fire? Then you must first take the throne. Prove your worth. Find the ancient crowns. Seek adversity, and they will be yours. And your wishes, granted. And your wishes, granted. Das war's. Was ist, wenn ich dich jetzt in der Erinnerung töte?
Na, das wird wohl nicht gehen. Das wollen wir nicht tun, oder? Guck mal, ich trampel auf deinem Ding da rum. Ist ihm egal. Ich nehme dein Schwert mal mit. Nein? Okay. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, wenn ich die Erinnerung verlasse, eventuell, dass dann die Action gleich losgeht. Ich weiß ja nicht. Der Aschenebel schwindet. Mal schauen, was jetzt passiert. Den Thron erobern, hat er gesagt. Jo. Ah, hier bin ich wieder gelandet. Der ist immer noch ganz schön kaputt hier. Ich kann ihn anvisieren. Ich habe ihn damals ja schon ein bisschen gedamaged. Das war ihm aber egal. Ja, schauen wir mal, wie das jetzt abgeht. Es dauert jetzt wieder, bis er aggressiv wird, nehme ich an. Deswegen spare ich mir den Zauber. Es geht los, es geht los. Jo, weg, weg. Ach, es geht ja echt gut los, ey. So total ohne Ausdauer. Oh, das war schlecht. Toller erster Versuch, wirklich. Aber das war dumm von mir. Das war einfach nur blöd. Ja. Das war einfach nur blöd. Also, jetzt will ich richtig abbiegen, dann. Ich mach mich mal menschlich hier. Ich krieg die Krätze mit diesem Abzug von meines Lebens. Ich muss unbedingt Vitalität mal wieder leveln. Das ist jetzt langsam aber sicher echt ein Problem. Habe ich lange vernachlässigt. Es wird jetzt echt mal wieder Zeit hier. Komm jetzt mal daran. Vielleicht kann ich mehr Hilfe holen. Beim König. Aber weiß nicht. Hätten jetzt eigentlich gerne noch einmal alleine probiert. Mal schauen. So, wo ist jetzt der richtige Weg? Das letzte Mal bin ich wo abgebogen? Wahrscheinlich hier. Jetzt gehen wir mal darüber, wenn ich darf. Oh, ey, es ist doch so kacke mit diesen Steinchen hier. Kann ich nichts kaputt machen? Ah ja, okay. Und den Zombie nebenbei auch noch gekillt. So, das ist doch der richtige Weg, genau. Jetzt kann ich gleich darüber. Jetzt kriege ich nur wieder Probleme mit diesen Hampelmännern. Die werde ich wieder umrunden. Ja, jetzt ist da natürlich auch eine Nebelwand, ist klar. Ha! Die Nebelwand ist jetzt aber ein Problem. Hier problemlos durchzukommen. Och Mann, ich. Dieses Gekliene, ne? Das ist echt furchtbar. Das. Ja, noch die Glockenheinis. Ja, da werden schon wieder die Glocken gespielt, aber man kann ja glücklicherweise die alle so ein bisschen umrunden. Jo, Leute. Weg da, weg da. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Okay, wo bin ich? Ah, vielleicht kann ich ja doch. Ja, das könnte ja doch funktionieren mit dem Durchrennen ausnahmsweise mal. Okay, mein Freund. Schauen wir mal, was passiert. Schon wieder kommt die schöne Melodie. Aber jetzt ist der König pissig. Mal gucken, ich mache ihm relativ wenig Schaden. Das war ja zu erwarten. Wie, du bist jetzt wieder freundlich am Anfang? Okay. Nee, bist du nicht. Du willst mich doch kaputt hauen. Ich riech das doch. Naja, der verfolgt mich. Gut, mal abwarten. Oh oh. Oh weh, oh weh. Weg, weg. Oh Gott, wenn der mal zuhaut, dann tut's weh. Oh oh oh. Alter. Alter! Okay. Alter König, der hat's doch voll drauf. Also dem wollte ich vor, was weiß ich, wie vielen Jahrhunderten Jahren nicht begegnen. Da muss er ja wie ein Tier abgegangen sein. Der hätte den Krieg für sich alleine entscheiden können. Oh Mann, ich bin nur noch am Fehlenzeit im letzten Fall. Ist echt schlimm, ne? Ich krieg gar nichts mehr gebacken. Und ich muss ihn anscheinend auch alleine machen. Ich habe keine Schrift gesehen, obwohl, na gut. Ich habe mich nicht wirklich umgesehen bezüglich Schrift. Naja. War nochmal der richtige Weg hier. Ich muss einfach rechts rum. Dann bin ich schon richtig. Jo. Dann wollen wir den Spaß nochmal probieren. Ich muss einen gesünderen Abstand zu ihm halten. Aber ich denke mal, er ist das kleinere Problem im Gegenzug zum großen schwarzen Drachen. Kam mir zumindest so vor.
Ja, zaubert ihr nur mal, ihr seid ja so cool. Oh, oh. Oh. Lass mich durch. Lass mich durch. Shit. Oh, lass mich durch. Oh. Aber es ist nett, dass sie die Leiche immer draußen hinparken. Das ist doch ganz nett hier. Okay. Jo, ab jetzt werde ich wahrscheinlich auch Cuts machen. Ich glaube, den Weg kennen wir langsam. Oh, da bin ich wieder. Ich lasse dich nimmer in Ruhe. Okay. Das war mal ein Machtwort. So, ich muss mir versuchen, hier auszuweichen bei dem Kampf, denke ich mal. Das andere hat da wenig Sinn. Jetzt häng ich fest. Oh, 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 oh. Ja, okay. Das ist okay. Er kommt, er kommt. Ah, ich häng schon wieder fest. Weg da. Weg da. Oh. Mann, oh Mann, oh Mann. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt eine Fettroll. Oh, wie lustig das aussähe. Und wie tödlich vor allem. Oh, das ist aber arschknapp hier immer. Oh, vor allem jetzt. Oh nein, oh nein. Ach komm, trink was. Nein, nein. Oh. Ey, das wird nicht gut enden, Leute. Ich werde mal was Besseres nehmen hier. Da, komm. Das zieht aber auch nicht gerade viel ab. Ich muss immer gucken, dass ich meine Ausdauer schön offen lasse. Ja, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt den Drachen gekillt, dann wird er wahrscheinlich um das Doppelte an Schaden bekommen. Das wäre deutlich schöner. Ah, nein, nein. Oh Gott, komm, lass mich mal in Ruhe. Nein, 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 nein. So, trinken. Okay, okay. Ja, wenn der doppelten Schaden bekommen würde, das wäre schön, ne? Shit, im falschen Moment gesoffen. Ich hätte gedacht, ich hätte zu kurze Sekündenzeit. Oh, meine Fresse. Ich bin echt am Überlegen, weil ich fühle mich so unterlevelt gerade. Ob ich jetzt nicht vielleicht ein bisschen Vitalität leveln gehe. Das Problem ist nur, dann kann ich euch keine Parts liefern, wenn ich jetzt anfange zu leveln. Dann müsstet ihr warten, bis ich soweit bin. Aber das gehört halt dazu, ne? Naja. Ich kann es ja nochmal mit Menschlichkeit probieren und gucken, ob ich Hilfe kriege. Das wäre das Einzige. Noch 5 Menschlichkeit ist auch so eine Sache. Oh je, oh je. Da haben wir jetzt aber Probleme über Probleme. So, wechseln wir mal wieder darauf. Ich muss mich jetzt... Oder ich clean das Gebiet, damit ich mir... Ich kann es ja nicht cleanen. Dann müsste ich zu dem Glockentyp. Das ist total der blöde Umweg. Ach, Mann, ist das alles gemein, oder? Nee, aber ich denke, den König, da werde ich auch keine Hilfe kriegen. Den muss man alleine machen, vermute ich. Das hat ja auch irgendwie so... Ja, was Spannendes an sich, finde ich. Was Episches. So ein richtiges Duell. Zwischen dem König und mir. Yo, 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 lauf, 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 lauf. Aber es ist auch so, obwohl er natürlich absolut übermächtig ist und mich fertig macht, keine Frage, trotzdem hat es irgendwie sowas... Ja, trauriges an sich. Allein wegen der Melodien, wie es halt aufgezogen ist. Das ist schon krass. Das ist ein sehr interessanter Kampf. Ja, wie ihr seht, ich kann niemanden rufen. Ich muss es alleine machen. Ich probiere es halt noch einmal, ganz tapfer. Ich überlege gerade, wenn ich in den Nahkampf übergehe, ihn quasi umtänzle, aber na, der macht so einen Rundumschlag mit seinem Schwert, dann trifft er mich garantiert. Nicht einfach. Wenn es mir zu blöd wird, dann gehe ich halt wieder zum Drachen. Jo, alles klar. So. Einfach ein bisschen mit mehr Geduld rangehen an die Sache. Und wirklich nur... Ah! Attackieren, wenn er fertig ist.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eigentlich wollte ich jetzt das da machen, ja. Ich muss jetzt zwischendurch auch mal zum Zug kommen, sonst habe ich keine Chance. Okay. Weiter geht's. Er kommt schon wieder. Er holt aus und trifft mich nicht. Okay, Ventrik. Ventrik. Es ist Zeit, die Löffel abzugeben. Ich meine, wie viel ja. Und da rennst du hier schon rum. Hat doch keinen Sinn. Ich werde auch ein guter König. Ich verspreche es dir. Lass ab. Lass dein Schwert fallen. Wir können das auch diplomatisch lösen. Ich bin mir sicher. Oh Mann. Immer mal zwischendurch pieksen. Oh. Oh, ja, okay. Weiter geht's. Und weg, weg, weg. Der König bringt's mir letztendlich doch noch bei, lieber auszuweichen, anstatt zu blocken. Hat ja lang genug gedauert. Ihr, also teilweise habt ihr mir ja oft in den Kommentaren geschrieben, Mensch, tu doch ausweichen, anstatt blocken. Ich habe mich ja immer ganz fleißig dagegen gesträubt. Aber der Ventrik, der bringt's mir bei. Jetzt warte ich einfach. Ich wollte eigentlich mal warten, bis er mal wieder was macht. Ja, ja. Er hat doch überhaupt keine Lust zu kämpfen. Oh, oh. Ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück, Junge. Oh. Trink, trink, trink. Nein! Nein! Nicht schon wieder. Oh. Oh Gott, ich kann nicht hinsehen, ey. Ganz ehrlich. Der scheint voll aggro zu werden, wenn ich was trinke. Ah, der ist doch nur neidisch, weil er das Zeug nicht hat. Okay, weiter, komm. Nein! Nein, ich gib's auf, ey. Das ist doch ein Krüppelkampf hier. Oh, nee. Jo, Leute. Ich habe mir überlegt, Drache zu schwach, Ventrik zu schwach. Ich werde erstmal meine To-Do-Liste weiter abarbeiten und eventuell leveln. Und vielleicht versuche ich es dann nochmal. Ich muss es ja dann nochmal versuchen. Wir müssen ja vorankommen. Ja. Generell einfach zu schwach, aber ich habe hier noch ein bisschen was anderes zu tun, also drücken wir uns noch ein bisschen. Es muss weitergehen. Wir benutzen jetzt noch eine unserer wenigen Menschlichkeiten, denn ich glaube, jemand hat geschrieben, wenn ich den menschlich anquatsche, dann hat er einen Shop oder so für mich. Das will ich mal checken. By the very gods, what have you done? You've really done it. You'll never escape him. Ja, das stimmt. Und tatsächlich, jetzt können wir von Navlan Zeug kaufen. Mal gucken, was der hat. Ein Mondhut? Oh, das wird mir bestimmt gut stehen. Kann der was? Von Astrologen in Melfia getragener Hut. Astrologen sind davon überzeugt, dass bei speziellen Anordnungen der Sterne magische Kräfte erlangt werden können. Selbst die geballte Weisheit der Melfia Zauberakademie vermag keinen Zauber vom Himmel zu holen, doch die Gedenken der Astrologen führten zur Erschaffung neuer, äußerst nützlicher Zauberapparate. Ja, aber irgendwie kann er ja, tut er ja doch nichts, ne? Astrologengewand, ich weiß ja nicht. Steht ungefähr immer das gleiche, ja. Mit der Akademie. Nee, also ich weiß nicht, ob das Set was das Richtige für mich. Hexenzeug, okay. Hexenhut, wie cool. Von Zulie der Hexe, der Verführerin Alva des Wanderers getragener Hut, gewährt einen zusätzlichen Zaubereislot. Hey, gar nicht mal so schlecht. Als Zulilie die Hexe herausfand, sie ergeben Alva der heiligen Serata war, setzte sie alles daran, ihn zu verderben. Doch letztlich verbrachte sie ihr Leben mit ihm und unterstützte ihn. Erlaubt die Einstimmung zusätzlicher Zauber. Ist das bei dem restlichen auch so? Nee, natürlich nicht. Nur bei dem Hut. Muss ich kurz überlegen, aber ich habe halt in meinem Hut... Muss ich mir überlegen, ob ich mir das kaufe, ob ich das wirklich will. Ich habe das ja auch als Ring, ne? Blitzabwehr. Ich könnte Feuerabwehr gegen den Drachen gebrauchen. Was ist das? Heiltgift. Ah ja. Mhm. Asketen-Leuchtfeuer gibt es hier auch gleich 10-mal. Starkes Zauberschild. Das würde mich mal reizen, ganz ehrlich. Ein Zauberschild. Ich weiß nicht, ob die gut sind, aber mein Gott, man kann es ja mal probieren. Gut. Das werde ich das nächste Mal kaufen, denn unser Part ist schon wieder voll.
Und danach werde ich ja, meine To-Do-Liste abarbeiten. Ich werde so langsam aber sicher die Parts dann auch mal hochladen, die ich hier spiele. Dann kann ich mit Hilfe eurer Kommentare vielleicht auch was bei den zwei heftigen Bossen erreichen, die wir heute etwas fehlerhaft begegnet sind. Naja, aber das gehört dazu, vor allem bei Dark Souls. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.